Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2, Part 36 von mir auf 94. Im letzten Part haben wir ja ein paar Iren nochmal flach platt gelegt. Flachlegen war was anderes. Wir starten ja schon mal an einer ganz guten Position, wie es aussieht. Oh, einmal in der Taste verrutscht. Och nee. Und wir haben immer noch keine Reifen. Sowas Blödes. Dann schon mal vorab ein paar Informationen. Idiot. Boah. Ich müsste hinter mir mal das Fenster abdichten. Damit Halsmaul. Damit ich überhaupt noch was sehe. Und ich brauche ein neues Auto. So. Und jetzt ein paar Informationen vorweg. Ich habe mir schon mal zwei Spiele gekauft, das wären dann wohl meine nächsten zwei Projekte. Und ja, da freue ich mich doch schon mal drauf. Nur ich habe keine Ahnung, ob ich das schon mal erwähnt habe, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Also erwähnt, welche Spiele ich habe. Das eine habe ich auf keinen Fall erwähnt. Das war jetzt so ein Spontankauf. Hier dreimal dürft ihr raten, warum. Weil es bei Steam im Angebot war. Jaha, das ist schon mal ein Tipp. Mehr Tipps bekommt ihr nicht. Und ja, ich habe es gestern schon mal angespielt. Verdammt, das war auch ein Tipp. Ihr könntet jetzt auf meiner Steam-Seite gucken, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Und ja, ist ganz gut, finde ich. Also, ja, okay, so weit bin ich noch nicht. Aber ich denke mal, ich werde es durchziehen können. Mir wurde gesagt, das ist gar nicht mal so leicht, aber finde ich gut. Ich werde es auch dann wohl erstmal auf der höchsten Schwierigkeitsstufe starten. Einfach mal so just for fun. Ich hab nämlich Ich hab nämlich gesehen, dass man die Schwierigkeitsstufe mittendrin noch runterstellen kann. Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Ach nee, Kung Fu. Kann ich nicht einfach hier in die Garage, wo ich damals schon war? Und ja, das zweite, das hatte ich schon länger vor, mir zu kaufen, und das habe ich dann jetzt gemacht. Ich war halt schon bei Saturn und GameStop, aber da kriegen sie es beide nicht mehr rein. Ach gut, ich kann mir eins meiner Autos nehmen. Mir wurde übrigens gesagt, ich soll die doch mal reparieren. Das geht ja so gar nicht. Nö. Am Arsch. Hier, nehmen wir unser Anfangsauto. Ach scheiße, wir haben ja nur noch 83 Dollar. So was Blödes. Gut. Aber ja, dann könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass bald zwei Projekte kommen. Also eins, auf was ich mich eh schon gefreut habe. Und eins, was jetzt so spontan war. Was dann auch gar nicht so ein Casual-Spiel sein wird. Also ich sag jetzt einfach mal Casual, weil Mafia 2 ist ja eigentlich schon sauleicht. Nur Casual-Spiele sind ja eher das... Ja, ich weiß nicht. Das, was ich mir sonst... Nee, das ist kein Casual-Spiel. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Also... Keine Ahnung, ganz ehrlich. Casual-Spiele sind ja... Nee, das ist auf keinen Fall was, weil wenn Minesweeper jetzt ein Casual-Spiel ist, dann ist das keins. So. Wobei ich könnte auch mal... Ja, stimmt, ich wollte ja auch schon mal Minesweeper Let's Playen. Habe ich ja schon gesagt. Und ich muss mir unbedingt mal die Nase putzen, so langsam. Boah, lecker, ne? Entschuldigung für die, die das jetzt ein bisschen angewidert hat. Oh, das passt. Oh, das passt echt. Und jetzt nochmal ein kleiner Sprung. Oh, ich weiß ja noch, als wir hier mit dem Hot Rod lang gefahren sind, wie wir dann weggeflogen sind. Da war ein Furniture Store. Könnten wir uns neue Klamotten für unser Haus kaufen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch gar nicht unser Haus gesehen. Na okay, du bist kein Verkäufer. Oh, dann nehmen wir doch unser Auto mit. Dann parken wir das da hinten wieder in der Garage, wenn es da eine gibt. Ich gehe mal stark davon aus. Woher haben wir das Auto eigentlich? War das das, was wir am Anfang geklaut haben? Nee, Auto Repair. Du bist keine Garage. Da ist eine Garage.
Bist du meine Garage? Ja, du bist meine Garage. Gut. So, dann wollen wir mal hier hoch. Müssen wir hoch? Ich glaube schon. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, nee, Leute. Wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Ich mach mal ganz kurz das Fenster hinten zu. Also, ich deck das ab, damit das nicht so blendet. So, weiter geht's. Jetzt sehe ich zumindest auch mal wieder was von der Bude. So. Was gibt's denn hier? Badezimmer, ja, wer jetzt? Alter. Ein Holzklodeckel. Warum ist da ein Schiff in der Badewanne und warum steht da Dusche? Alter, nee. Nee, ich kann immer noch keinen anrufen, denke ich mal. Lecker Chips. Die Chips hatten wir doch schon zu Hause, ne? So. Was war das denn? Hat das gerade mit mir geredet oder was? Alter. Der hätte zumindest den Abwasch richtig machen können. Was gibt's denn hier? Cola, Bier. Sehr gut. Ich selber trinke übrigens kein Bier, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Aber ich vergesse ja eh immer alles. So. Ab ins Bett. Scheiße, ist das gruselig. Ja, Kapitel 12. Meeresgarbe. Das geht... Ging das jetzt schnell? Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Okay, diesmal gehe ich auch dran. Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Lincoln Park. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. So total random Kommentare wie gerade mein Lincoln Park kann ich ja eigentlich voll nicht ab, aber... Oh nee, wir haben keine Kamera. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder in die Läden. Mal sehen, vielleicht erkennen uns die Kassiererin ja wieder. Versteht er, die ist tot. Kann uns gar nicht wieder erkennen. Wer denn jetzt damit gerechnet? So, 8 Minuten haben wir. Würde ich sagen, los geht's. Auto ist ja eh schon kaputt genug. So, Polizei hinter uns her. Ich bin nicht ausgerastet, ich kann nur nicht fahren. Hör mal, ramm du mich noch einmal. Das war ja, jetzt nicht ernst gemeint, du sollst mich nicht nochmal rammen. Geh weg von mir. So, warte. Kommt er von... Nee, er kommt von rechts, verdammt. Oh, du Dreckswichser. Nein, ich muss meinen Motor reparieren, lass mich. Die Jungs sind fast, werden nicht vernaschen. Boah, das habe ich echt noch hingekriegt. Ah. Ich kann nicht fahren, ich hänge am Bordstein fest. Fahr doch! Hoffe mir im Weg zu stehen. Fahr, 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 fahr. Bom. Ha. Idiot. Und entkommen. Willst du mich umbringen? Nein. Zumindest noch nicht. So, die habe ich jetzt erstmal abgeschüttelt. Nein, habe ich doch nicht. Geht weg von... Oh Gott, jetzt habe ich nach hinten geguckt. Ach gut, er hat mich nicht gesehen. Und eine schlechte Straßensperre umgang. Ha! Das ist doch mal Skill. Oh nee, nicht die Mission. Ich weiß nur noch, dass ich hier ganz oft war. Oh Mann. Ja. Ich kann mich wieder daran erinnern. Aber Leute, ich putze mir jetzt echt die Nase. So. Ich war nämlich gestern im Teamspeak und ja, Darren hat wohl eine Erkältung und der hat mich, glaube ich, angesteckt. Ach, sowas Blödes. Naja, los geht's. Hey, da kommt er. Hey, was geht's?
Hey Vito, setz dich. Brachte aber übrigens ich irgendwie nichts. Ich hab mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Ja klar, sagt das, wenn der Typ daneben sitzt. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Sind Chinesen. Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Ich frag mich, warum die Tongs nicht einfach das Zeug selber für 110 verkaufen. Also das, warum brauchen die Mittelsmänner? Kann mir das mal einer erklären? Und das zweite, mit dem Juden, der für 5, also wenn er 35 abgibt, 45 bekommt. So handle ich aber auch. Wie es passen? Alter, nein, ich lass das Ding jetzt nicht hier liegen. Was? Das sind zwei Leute. Und das Ding hat noch eine Rückbank. Und das passt nicht. Das Ding hat auch noch einen Kofferraum, ne? Wir haben schon jemanden im Kofferraum hier. Mit, ja, okay, das ist so ein Mini-Kofferraum. Willst du mich verarschen? Vor allem hier fährt ja auch keiner lang. Ah, Taxi. Komm mit. Und, 13 Minuten, gut, dann packen wir uns jetzt ein Auto und hauen dann ab. Dann machen wir einen Cut, das wollte ich sagen. Taxi! 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 Oh. Da hinten kommt noch eins. So, das packen wir uns. Stopp! Stopp, 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 stopp. Gut. Steig schon aus! Reißen wir den mal da raus. Tatverdacht, Autodiebstahl. Ach, meinst du? Alles klar. Oh, mit dem Ach, meinst du, habe ich gestern auch angefangen. Das ist richtig schlimm. Also, ja. Wo ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was? Warte. Wenn uns das Geld nicht leid. So, und... Ach komm, machen wir den Dialog noch kurz mit. Oh, keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Ja, sicher. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggepustet. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Anderes Auto. So. Einfach nur schon mal ein neues Auto schnappen, damit das nicht mehr gesucht ist. Alter, und da kommen die Bullen. Ja, und schon haben sie mich wieder. Nee, fu. So, wir sehen uns im nächsten Part.
Bis dann, ciao.